Hallo zusammen, wir begrüßen Sie herzlich zu unserem Vortrag zum Thema Gegossene Erde als Ecobeton. Mein Name ist Nyandi Landru. Ich könnte den Vortrag auf Französisch, Englisch oder Togolesisch halten. Am liebsten auf Togolesisch. So, verstehe jemand Togolesisch Sprache? No? Ah, schade. Dann halt auf Deutsch probieren. So, also, ich habe Materialwissenschaft studiert und später an der ETH, am Lehrstuhl an nachhaltiges Bauen meine Doktorarbeit geschrieben. Danach habe ich zusammen mit meinem Freund Thibaut de Moulin das ETH-Spin-off Oxara gegründet. Thibaut de Moulin hat auch an der ETH doktoriert und Oxara beschäftigt sich mit der Entwicklung einer Baustoffe lehmartiger Erde. Ja, und auch ein herzliches Hallo von meiner Seite. Mein Name ist Letizia Gaderas und ich habe an der ETH Bauingenieurin studiert. Gut. So, Letizia, in deinem Studium hast du dich viel mit Bauen beschäftigt. Ich habe eine Frage für dich. In unserem Titel Gegossene Erde als Ecobeton. Doch zuerst will ich wissen, was ist ein Beton? Ja, beginnen wir mal mit der Frage, was ist überhaupt ein Beton? Beton, das ist der meistgebrauchte Baustoff auf dieser Welt und auch an zweiter Stelle von Wasser ist es das meistgebrauchte Material von dieser Erde. Und es setzt sich zusammen aus Wasser, Zement, das ist das graue feine Pulver, und Sand und Kies, auch Zuschläge genannt. Und wenn man diese drei Komponenten zusammenmischt, dann reagiert das Wasser mit dem Zement und das Wasser wird zum Feststoff, es entsteht so eine Art künstlicher Stein und dann hat man eigentlich diesen Beton, den man auf der rechten Seite sieht. Und wie gesagt, ich habe in meinem Studium sehr viel über Beton gelernt, denn auch zusammen mit Stahl lässt sich damit sehr gut konstruieren und es ist somit ein sehr fähiges Baumaterial. Cool. So, ist Beton ein Ökobeton und was bedeutet überhaupt ein Ökobeton? Ja, das ist eine gute Frage. Machen wir weiter mit der Umwelt. Hier haben wir einen Artikel aus The Guardian aus dem Jahr 2019, der getitelt hat Concrete, the most destructive material on earth, was so viel heißt auf Deutsch wie Beton, das zerstörerischste Material der Welt. Und das wird getitelt, weil der Beton, besonders weil er so viel gebraucht wird auf dieser Erde, eine erhebliche Umweltbelastung nach sich zieht. Und zwar sind es 7% des menschengemachten jährlichen CO2-Ausstoßes, für den Beton verantwortlich ist. Und der CO2-Ausstoß, der kommt von der Zementproduktion, weil für Zement, für die Herstellung braucht es Kalkstein zu 80% und Ton zu 20%. Und diese beiden Rohstoffe werden dann gebrannt bei 1450 Grad und während dieses Brennprozesses wird CO2 von dem Kalkstein ausgestoßen. Daher ist es zwar ein sehr fähiges Baumaterial, jedoch auch verantwortlich für eine hohe Umweltbelastung. Oh gut. So, ich verstehe jetzt, herkömmliches Beton ist zwar ein gutes Baumaterial, aber nichts Umweltliches. Ja? So. Ja. Besonders nicht in der Menge, wie wir Beton verbrauchen. Was ist für dich ein Ökobeton? Ja, ich denke, das ist auch eine sehr spannende Frage. Was ist denn nun ein Ökobeton? Ich denke, als Ökobeton könnte man einen Beton bezeichnen, der weniger Zement in der Mischung hat. Also wenn man den Zement im Beton reduziert. Aber wir zwei wollen jetzt einmal ein bisschen radikaler denken. Und auch ein bisschen idealistischer und sagen, wir wollen den Zement komplett aus dem Beton streichen. Jedoch ist der Zement auch nicht der einzige kritische Punkt in unserer Bauindustrie, denn wenn Gebäude gebaut werden, dann werden Baugruben gemacht, für ein Fundament beispielsweise, wird Aushubsmaterial aus der Erde ausgehoben und dieses Aushubsmaterial wird in der Schweiz eigentlich wie Abfall behandelt, weil es wird nicht weiterverwendet. Das wird aus dem Boden ausgehoben und dann landet es auf Deponien. Und das macht 70% des jährlichen schweizerischen Abfalles aus. Und hier haben wir noch ein Foto, wie das aussieht. Das ist ein Beispiel davon, wie das Aushubsmaterial deponiert wird. So, wir haben so viel Aushubsmaterial, ich weiß. Wir haben extrem viel Aushubsmaterial. Okay. Was können wir damit machen mit dem Aushubmaterial? Das ist eine gute Frage, denn wenn man es wiederverwenden würde, wäre das doch ideal. Und wir denken uns das in dieser Weise, dass wir ja den Zement streichen und toll wäre es, wenn wir es mit Erde ersetzen könnten. Und wenn wir die Erde weiterverwenden, so wäre der Kreislauf geschlossen. Ach cool.
Erde wird auf der Welt schön immer als Baumaterial verwendet. Kannst du uns mehr darüber erzählen? Ja, sehr gerne. Es ist nämlich nicht neu, dass man Erde als Baumaterial verwendet oder irgendwie weiterverwendet. Und zwar sehen wir hier eine Weltkarte, die zeigt mit den orangen Gebieten, dass Erde schon überall auf der Welt als Baumaterial benutzt wurde und das schon tausende Jahre vor unserer Zeitrechnung. Und vielleicht denkt man zuerst bei dem Erdbau immer ein bisschen an regenarme Gebiete oder an sehr alte Kulturen, doch das ist nicht unbedingt so. Auch in unseren Breitengraden wurden mit Erde gebaut. Und heutzutage leben ein Drittel der Menschen immer noch in einem Lehmbau. Oder einfach immer, ja. Und spannend ist auch noch zu erwähnen, dass immer in diesen Gebieten, wo es wenig Holz hatte, das heißt Holz war ein rares Gut, so wurde mit Erde eher in einer massiven Lehmbauweise gebaut. Und bei uns sieht man vielleicht etwas häufiger Lehm als Auffüllung, als wenn das Holz vorhanden war, hat man im Skelettbau gebaut. Das bedeutet, das Holz übernahm eine tragende Struktur, eine tragende Funktion und der Lehm diente mehr als Ausfachung. Okay. Und jetzt rede ich ja davon, dass überall mit Erde gebaut wurde, auch in der Schweiz. Und hier sehen wir zwei Beispiele. Eins vom Dorf Fieslisbach, das wurde 1848 gebaut und steht noch heute, dieses Haus. Und dann ein neueres Beispiel, welches 2013 bis 2014 gebaut wurde, das ist die Vogelwarte in Sempach. Und beide Häuser wurden mit der Stampflehmbauweise gebaut. Okay, so, du erwähnst Stampflehm. So, ist das die einzige Weise, wie man mit Lehm bauen mit? Nein, das ist nicht die einzige Bauweise, wie man mit Lehm bauen kann. Denn über all diese Jahre haben sich viele traditionelle Lehmbautechniken herausgebildet. Ich möchte mal drei vorstellen. Das eine, das ist die Wellerlehmbauweise. Da wird Lehm mit Stroh gemischt, bis das so einem zähigen Brei wird. Und dann wird diese Masse aufeinander geschichtet, ziemlich schwungvoll auf eine Wand. Und dann hat es Zeit zu trocknen, 2 bis 5 Tage und ein bisschen klimaabhängig. Und dann wird es mit einem Wellerspaten senkrecht abgestochen und so wird eine Wand hergestellt. Oder eine andere Bauweise, das sind Lehmsteine. Für die Lehmsteine werden Steine, also Lehmsteine, in einer Form produziert. Dann werden sie zum Trocknen ausgelegt und sobald die Steine trocken sind, werden sie, so wie wir das auch vom Mauerwerksbau kennen, aufeinander geschichtet mit einem Lehmwirtel dazwischen. Und die dritte Bauweise, das ist der Stampflehm, da wird eine Schalung benötigt. Das heißt, man hat eine Schalung und füllt dann das erdfeuchte Material in diese Schalung rein und dann muss es verdichtet werden. Und das wird mit Stampfen getan, daher Stampflehm. Und wenn man dann die Schalung entfernt, das kann man direkt nach dem Stampfen, hat man diese Schichtung und sieht diese Schichtung. Und was auch noch spannend ist zu sagen, oder das gilt generell beim Lehmbau, wenn keine anderen reaktiven Stoffe dabei sind, dann kommt die Festigkeit immer durch das Trocknen. Genau. Diese Bauwissen, die sehen nach viel Arbeit aus. Ja, das ist wirklich sehr viel Arbeit. Das Haus beispielsweise in Fieslisbach 1848, das wurde noch komplett von Hand gestampft. Und heutzutage verwendet man Maschinen wie zum Beispiel Pressluftstampfer oder auch Vibrationswalzen, aber dennoch ist immer noch eine erhebliche Menge Arbeit halt dahinter, wo es auch Menschen braucht, die diese Arbeit verrichten. Und da ist es besonders im Vergleich zum Betonbau, welches sehr einfach ist, wenn man einfach die Materialien mischt und dann in eine Schalung füllt, ist das schon eher eine aufwendige Bauweise, wenn man mit Lehm bauen will. Oh gut. So können wir mit Erde nicht gleich bauen wie mit Beton. Ja, das wäre natürlich schön. Ja. Und das könnten wir doch einmal probieren. Ja. Das heißt, wir wollen versuchen, dass die Erde so flüssig wird, dass wir sie auch in eine Schalung gießen können. Wollen wir das mal machen? Ja. Und zwar haben wir ein kleines Live-Experiment. Dazu haben wir jeweils 250 Gramm von einem Lehm dabei. Und diesen Lehm, den füllen wir jetzt einfach in einen Mischbecher, dass wir das sauber mischen können. Sorry. Und jetzt wollen wir das Ganze ja flüssig machen und um es flüssig zu machen, geben wir einmal Wasser bei. Ja. Und wir geben jetzt hier für diese 250 Gramm, geben wir mal 100 Milliliter Wasser hinzu. Und weil wir auch ein bisschen zu faul sind, um das mit der Hand zu mischen, nehmen wir eine Maschine und mischen das Ganze mal. Der Material ist steif. Wie sieht es bei dir aus? Steif. Bei mir auch. Also es ist ziemlich steif und es fließt eigentlich nicht. Doch
Wir wollen es ja, dass es fließt. Nur ist das Problem, wie bereits erwähnt, im Lehmbau kommt die Festigkeit immer durch das Trocknen. Und da ist es nicht besonders vorteilhaft, viel Wasser in diese Mischung hinzuzugeben. Und wenn man sich vorstellt, dass wir jetzt hier genügend Wasser hineingeben, damit es fließt, und dann gießen wir das in eine Schalung und die Schalung ist relativ geschlossen, dann kann es ja nicht trocknen. Das heißt, es bekommt keine Festigkeit. Aber wir wollen ja irgendwann mal die Schalung wegnehmen, was aber nicht geht, solange es flüssig ist. Also irgendwie können wir hier nicht einfach mehr Wasser hinzugeben. Okay, hast du einen Trick? Ja, da gibt es einen Trick. Und zwar, zum Vergleich machen wir das jetzt so, ich gebe bei mir in Pulver hinzu, okay, dass diese Lehmmischung verflüssigt und bei dir lassen wir es mal so und vergleichen es dann. So. Dann können wir das nochmal mischen. Ja. Ja, oder? Ja. Jetzt durch das Beigeben dieses Pulvers wurde das zu einer Mischung, die fließt. Das heißt, wir können das jetzt in eine Schalung gießen. Meines nicht, das fließt. Ja. Und jetzt aber immer noch das Problem, wenn das einfach flüssig ist, dann kann man die Schalung ja nicht wegnehmen, weil sonst fließt es ja direkt wieder davon. Und dafür gibt es noch ein anderes Pulver, okay, das wir jetzt auch noch gerne vorführen wollen. Oh, das ist gut. So. Und dann kann man das wieder mischen. Ja, nach ziemlich kurzer Zeit ist es dann eigentlich wieder steif. Und das sollte dann genug steif sein, dass man dann die Schalung entfernen kann und dann kann es auch wieder trocknen und so eigentlich zu der regulären Festigkeit kommen. Mega, super schön. Kannst du uns erklären, was passiert? Ich kann es probieren. Also, es ist so, dass so wie das Pulver hier, das wir hier gebraucht haben, das wirkt auf dem Niveau der Tonmineralien. Und Tonmineralien, das sind sehr kleine Partikel im Mikrometerbereich. Mikrometerbereich, das ist Tausendstel Millimeter. Und diese Tonpartikel, die kann man sich vorstellen wie Plättchen. Und diese Plättchen haben einen Rand mit einer positiven Ladung und sie haben eine Fläche mit einer negativen Ladung. Und diese positive Ladung und die negative Ladung, die ziehen sich gegenseitig an. Also es besteht eine starke Wechselwirkung auch mit dem Wasser durch diese Ladung. Und man müsste ganz viel Wasser hinzugeben, um schlussendlich von diesem plastischen, knetigen Verhalten wegzukommen und wirklich eine flüssige Mischung zu haben. Und das erste Pulver, das wir dann beigegeben haben, das hatte den Effekt, dass es diese Ladung an den Rändern gewechselt hat, das heißt von positiv zu negativ. Und somit entstand zwischen den Flächen und den Rändern von diesen Tonmineralien eine elektrostatische Abstoßung. Und durch diese Abstoßung orientieren sich die Plättchen dann mehr oder weniger parallel. Und so können sie sehr gut aneinander vorbeifließen. Und dann ist es flüssig. Also so kann man diesen Ton verflüssigen. Und dann das zweite Pulver, das hatte einfach den Effekt, dass es das Pulver, also den Effekt vom ersten Pulver einfach rückgängig gemacht hat. Und dann hat man wieder diese steife Mischung. Wow. Und diese Technologie bis an der ETH? Ja, diese Technologie ist an der ETH entwickelt worden. So, kannst du sagen, wie das in groß aussieht. Ich kann auch gerne zeigen, wie das in groß aussieht. Und zwar gibt man hier wieder diese Rohstoffe bei, das ist Sand, Kies, Lehm. Dann werden diese gemischt. Und dann so möglich wie wenig, also wenig Wasser hinzugegeben.
Wenn es dann fertig ist, hat man diese flüssige Mischung. Und hier macht man noch ein Ausbreitmaß, das heißt, man testet die Konsistenz der Mischung. Und wenn die Konsistenz dann gut ist, dann kann die Mischung in eine Schalung gefüllt werden. Nach 24 Stunden sind dann beide Effekte von diesen Pulvern fertig und dann kann man es ausschalen. Genau, so sieht es aus. Oh, ein bisschen größer. Ja, danke. So, ist gegossene Erde nun ein Ökobeton? Ja, ist gegossene Erde nun ein Ökobeton? Ich würde sagen ja und nein. Okay. Ja, weil man es verarbeiten kann und damit bauen kann, das heißt der gleiche Bauprozess wie mit Beton. Und es besteht sozusagen auch aus Zuschlägen, das heißt Sand und Kies, Wasser und ein Bindemittel und in diesem Fall ist es Lehm. Und wir können euch das Bauen auch noch schnell im großen Stück. Also hier hat man jetzt gesehen, wie das Material, das war auch diese Erdmischung, die wurde mit einem Fahrmischer gebracht und dann kann das auch einfach so gegossen und gebaut werden wie mit Beton. Allerdings würde ich sagen, wenn man die anderen Materialeigenschaften betrachtet, dann sind es wirklich zwei verschiedene Materialien. Das eine ist ein lehmhaltiger Baustoff und der andere ein zementhaltiger Baustoff. Und das zeigt sich in eigentlich allen Materialeigenschaften wie mechanische Eigenschaften oder thermische Eigenschaften oder auch hygrische Eigenschaften. Und das hat zu tun, wie es sich mit der Feuchtigkeit verhält, das Material. Und die Eigenschaft, die alle am meisten immer neugierig macht, das sind die mechanischen Eigenschaften, die Druckfestigkeit, die besonders oft mit Beton verglichen wird. Allerdings ist hier der Vergleich nicht wirklich würdig. Weil, also wir haben hier so einen Erdwürfel, das ist jetzt aus dieser gegossenen Erde hergestellt. Und die Frage ist ja nun, wie viel Gewicht können wir da drauf stellen im Vergleich zu einem Betonwürfel? Und als Referenz haben wir jetzt einfach eine Milchkuh ausgewählt, 600 Kilogramm. Und die Frage ist, wie viele Kühe können wir auf einen gegossenen Erdewürfel oder auf einen Betonwürfel stellen? Was meinst du? 9? Ja, fast. Und zwar auf die gegossene Erde, also auf diesen Würfel, könnte man jetzt circa 10 Kühe stellen. Und das würde dann 2,5 Megapascal entsprechen. Und die Festigkeit liegt normalerweise bis zwischen 2 und 4 Megapascal. Und bei einem normalen Beton, wir nehmen jetzt als Beispiel C2530, beträgt die Druckfestigkeit 30 Megapascal und man kann 114 Kühe draufstellen. Also wenn man zum Beispiel die Festigkeiten vergleicht, würde ich sagen, nein, es ist kein Beton, es ist ein anderes Material. So, okay. In der Kategorie Festigkeit ist das Material deutlich schwerer als Beton, aber gibt es auch Vorteile? Ja, das Material hat auch Vorteile. Und zwar, wenn man zum Beispiel die Umweltbilanz von Erde betrachtet. Und hier können wir gleich das gleiche Verhältnis nehmen wie mit den Kühen. Und wenn wir uns die Kühe als CO2-Äquivalente vorstellen, dann ist es ungefähr das gleiche Verhältnis. Also Beton ist für eine zehnmal größere Umweltbelastung verantwortlich wie zum Beispiel die gegossene Erde. Und eine andere sehr positive Eigenschaft, welche im Lehmbau immer genannt wird, das ist das Wasserdampfsorptionsverhalten. Das ist die Wechselwirkung eben mit der Feuchtigkeit. Das heißt, Lehm kann Feuchtigkeit aufnehmen und auch wieder abgeben und sorgt so für ein sehr gutes Raumklima. Okay. So, Beton wird ja oft zusammen mit der Stahl gebraucht. Wie sieht das bei der Erde aus? Erde wird nicht besonders häufig mit Stahl gebraucht oder eigentlich gar nie. Weil der Grund ist dafür, Stahl kann mit Beton gebraucht werden, weil der Beton hat einen hohen pH-Wert, was den Stahl passiviert. Und das bedeutet, dass der Stahl nicht korrodiert, also nicht rostet im Beton. Okay. Wenn man jetzt allerdings Stahl nehmen würde und das in die Erde packen würde, dann hat es keinen hohen pH-Wert und der Stahl würde rosten. Das ist ein Grund, warum das nicht so eingesetzt wird. Und der andere ist auch, dass Stahl hat eine sehr hohe Zugfestigkeit und ist somit ein gutes Material, also Beton und Stahl ist ein gutes Materialpaar, weil Beton hat die hohe Druckfestigkeit, Stahl eine hohe Zugfestigkeit. Würde man allerdings den Stahl jetzt hier in die Erde einfügen, dann wäre das nicht ein besonders guter Match, sozusagen. Okay. Es ist also ein Kompromiss zwischen der Festigkeit und anderen Eigenschaften. Ja, und weil es diesen Kompromiss gibt, denke ich, ist es besonders wichtig, dass man sich überlegt, wo braucht es Beton mit seinen statischen Fähigkeiten, um zu konstruieren und wo könnte man den Beton weglassen und eben sein Material wie Erde gebrauchen.
Jetzt hast du uns erklärt, was gegossene Erde ist, aber ich will noch kurz über Arm und Reich reden. Mhm. Lass uns das tun, weil Arm und Reich, das war ja das Motto der diesjährigen Veranstaltung. Und wir finden noch spannend, dass auch dieser Flyer verwendet wurde, weil das zeigt ja Gebäude, also Bauten, wo man wohnen kann, um Arm und Reich zu verdeutlichen. Und ich denke, viele haben vielleicht auch ein Bild im Kopf, wenn es um Lehmbau geht. Doch wir wollen jetzt uns auch dieser Frage widmen, Arm oder Reich, aber besonders in Bezug auf die Schweiz. Und wir sind ein bisschen in die Geschichtsbücher gegangen und haben geschaut, wie war das mit der Erde und dem Erdbau in der Schweiz. Und es war so, dass immer wenn irgendwelche Mangelzeiten herrschten, das bedeutet wenig Energie oder Rohstoffe vorhanden war, so hat man auf den Lehm zurückgegriffen und der Lehmbau hat einen Aufschwung erlebt. So auch im Beispiel von Fislisbach 1848, da von 1840 bis 1860 eine Armut in der Schweiz herrschte. Und auch am 30. März, denke ich, war das 1848 in Fislisbach, gab es einen Dorfbrand, wo eine Mehrheit der Gebäude abgebrannt sind. Und dann wurde von Alfred Jocke, das ist ein Architekt, der auch noch recht bekannt ist, wurde von ihm vorgeschlagen, Häuser in der Stampflehmbauweise zu errichten. Und das hatte auch noch ein wenig damit zu tun, dass die Leute auch Angst hatten, mit Holz zu bauen, da es ja da gerade den Dorfbrand gab und dann eher auf Lehm, ein nicht brennbares Material, zurückgreifen wollten. Auf jeden Fall ist dieses Haus 1848 eigentlich in einer Mangelzeit entstanden und könnte eher arm zugeordnet werden. Und dann das andere Haus in Sembach, das würden wir eher reich zuordnen, denn es braucht schon wirklich den Willen heutzutage, mit Lehm zu bauen, da es auch mit einem hohen Arbeitsaufwand und dementsprechend auch teuer ist. Und so könnte man sagen, dass Bauen mit Lehm wegen dem hohen Arbeitsaufwand und schon eher ein Luxusprodukt ist heutzutage. Okay. Und ja, da ist so ein bisschen die Vision von Oxara für die Schweiz, dass man auch den Lehmbau zugänglicher macht, dass das öfters eine Option wird, die gebraucht werden kann und man so eine umweltfreundliche Variante als Baustoff anbieten kann. Okay, danke. Du hast ja schon einige Dinge über den Erdbau in der Schweiz gesagt und die Vision von Oxara in der Schweiz. Was ist die Vision von Oxara für die Welt? Ja, für die Welt eigentlich ähnlich. Hier haben wir noch ein Beispielbild, das zeigt, dass auch sehr große Differenzen zwischen Arm und Reich bestehen und sich das auch sehr im Zuhause zeigt oder wie die Leute wohnen können. Und es wird geschätzt, dass weltweit 2 Milliarden Menschen keinen Zugang zu einem angemessenen und sicheren Zuhause haben. Und daher ist die Vision von Oxara, dass man diese Technologie, das Bauen mit der Erde, vorantreiben kann, sodass man Zugang zu bezahlbaren Wohnlösungen aber auch schaffen kann, aber auch Wohnlösungen, die dazu beitragen, den CO2-Ausstoß zu minimieren. Genau. Danke vielmals. Danke. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Thank you.